Zwang. Die Aachener also in dunkler Hose und hellem Trikot, hier mit Ionescu, einem fantastischen Techniker. Ten Broek auf dem rechten Flügel, er ist von Neuss gekommen und dann der erste Schuss, der am Tor von Arsenal London vorbeigeht. Und wieder Ionescu und Torhüter Wilson. Das ist ein sehr schöner Gegenangriff der Engländer und Kopfballtor, hervorragend gemacht in der 10. Minute. Jenkins war der Torschütze und die Aachener versuchen schnell den Ausgleich zu erzielen. Der Schiedsrichter kommt ihnen etwas zur Hilfe. Hier gibt er Elfmeter. Die Zuschauer waren nicht ganz seiner Meinung, 20.000 waren da. Eschweiler aus Bonn ist der Schiedsrichter und Ionescu ist der Torschütze. 1:1 in der 36. Spielminute und dann direkt das 2:1 durch Gronen mit diesem Linksschuss. Torhüter Wilson konnte diesen Ball nicht erreichen. In der zweiten Hälfte geht es unter Flutlicht weiter und auch hier hat der Schiedsrichter einen Elfmeter gesehen. Diesmal wollte Ionescu nicht schießen, sondern der junge Krott. Was dabei herauskommt, sehen Sie sofort. Der Ball klatscht gegen die Latte und nun achten Sie auf den Nachschuss von Pavelek, der jetzt an den Ball kommt. Ein wunderschöner Schuss, aber auch diesmal Pfosten. Die Engländer zeigten sich schon in recht beachtlicher Form. Hier hätten sie beinahe einen Treffer erzielt, wenn Pavelek nicht auf der Torlinie gerettet hätte. Hier kommt McIntock, der schottische Nationalspieler, und dann Redford und das 2:2 durch Jenkins. Und weitere Angriffe von Arsenal London, eine gute Mannschaft mit guten Tormöglichkeiten. Und dann hier das dritte Tor für Aachen. Und wieder ist Ionescu der Torschütze in der 79. Spielminute. Die Engländer drängen nun mit allem, was sie haben. Der Schiedsrichter hat dieses Tor nicht gegeben, weil der Torhüter gerempelt wurde, und zwar unfair. Dann noch eine Möglichkeit, die Latte rettet, und Sie sehen, es ging